Heute geht es um zwei Giganten aus Asien, nämlich Samsung Electronics und LG Electronics. Beide natürlich bekannt, beide haben eine sehr gute Marktposition und beide sind günstig bewertet. Sind diese Aktien kaufenswert und wenn ja, welche? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Der große französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry hat einmal gesagt: Liebe besteht nicht darin, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in die gleiche Richtung blickt. Zum Beispiel auf den neuen Samsung Neo QLED 75 Zoll Flachbildfernseher oder aber auch den neuen LG OLED Evo 75 Zoll TV 1A Bildschirme, Wahnsinnsauflösung, erstklassige Bildqualität. Da steht dem Glück wirklich nichts mehr im Wege. Aber Scherz beiseite, Bildschirme, Monitore, Fernseher in allen Preisklassen, dafür stehen Samsung und LG Electronics. Ein Sektor, der mal beherrscht worden ist von japanischen Anbietern, dann sind Samsung und LG gekommen, haben beschlossen, das ist jetzt unser Geschäft. Und sie haben die Japaner vom Weltmarkt regelrecht verdrängt. Und unter anderem damit eben ja auch gezeigt, wie stark sie sind und wie leistungsfähig sie sind. Sie haben eine riesige Produktpalette und fast jeder auf der Welt kennt sie. Die Bildschirme und die Fernseher, das ist auch die Schnittmenge im Übrigen zwischen den beiden Unternehmen. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass die Produkte und die Schwerpunkte inzwischen schon relativ stark auseinandergehen. Beides sind Großkonzerne, beide sind börsennotierte Technologiekonzerne, aber sie werden eigentlich an der Börse nicht bewertet wie Technologiekonzerne. Bei Samsung Electronics, da liegt die KGV-Bewertung auf den Gewinn, der erwartet wird für dieses Jahr, bei 9,5 und bei LG Electronics sogar nur bei 6,6. Wie kommt das und sind die Aktien damit unterbewertet? Ich muss vorher noch kurz auf was anderes hinweisen. Es gibt leider immer wieder dubiose Leute hier in den Videokommentaren. Das hat dann neulich so ausgesehen hier. Fake-Accounts, die kopieren also einfach das Bild, damit es so aussieht, als käme der Kommentar von mir und schreiben dann dazu Kontakt für profitable Investments und irgendeine Nummer dann. Also man will gar nicht wissen, was die einem dann andrehen wollen, aber es ist natürlich nicht von mir das Ganze. Also melden Sie sich da auf keinen Fall. Das bin dann mit Sicherheit auch nicht ich, mit dem Sie es dann zu tun haben. Man muss leider sehr vorsichtig sein heutzutage mit solchen Sachen. Wie gesagt, Samsung und LG, die sind inzwischen schon sehr unterschiedlich. Ich habe zu Samsung ja neulich schon ein Video gemacht. Da ging es um die Konkurrenz mit Taiwan Semiconductor im Halbleiterbereich, in der Halbleiterauftragsfertigung. Ein Bereich, der bei Samsung jetzt auch wachsen soll, der aber jetzt noch nicht so entscheidend ist. Die Halbleiter an sich sind aber entscheidend. Das ist der wichtigste Bereich im Moment bei Samsung, auch wenn man das als Endkunde jetzt nicht so sieht. Aber Samsung ist jetzt der größte Halbleiterhersteller der Welt, hat letztes Jahr auch Intel überholt. Der Weltmarktanteil von Samsung bei Halbleitern liegt jetzt bei 12,3%. Die Chipsparte hat ein Umsatzwachstum erzielt, letztes Jahr nochmal von 28% auf 73 Milliarden Dollar. Und im Gegensatz zu anderen großen Chip-Anbietern, so wie Qualcomm, Nvidia, Texas Instruments und so weiter, stellt Samsung seine Halbleiter auch selber her. Und das starke Wachstum ist vor allem erzielt worden, überraschenderweise mit klassischen Speicherchips, also DRAM und NAND-Speicher. Die waren eben wieder stark gefragt, zum Beispiel wegen der Datenzentren für Cloud Computing und sowas. Samsung ist der weltgrößte Speicherchip-Hersteller. Das ist ein Massenprodukt, das aber sehr gut zeigt, meiner Meinung nach, was für ein starkes, herausragendes Unternehmen Samsung ist.
Weil die Preise, die schwanken ja sehr stark und es gibt da auch einen hohen Preisdruck. Und die Speicherchip-Produktion, die hat viele Unternehmen, auch große Unternehmen, schon fast ruiniert. Infineon zum Beispiel, die haben wahrscheinlich nur darum überlebt damals, weil sie ihre Speicherchip-Produktion in die Insolvenz gehen lassen haben. Qimonda hießen die damals. Samsung dagegen, die haben mit Speicherchips so gut wie immer Geld verdient, haben teilweise noch Milliarden damit verdient, als andere Milliarden damit verloren haben. Sie haben es immer wieder geschafft, dass sie damit absolut auf dem neuesten Stand waren. Sie haben die Produktionsprozesse absolut im Griff gehabt. Sie haben die Massenproduktion da im Griff gehabt. Und das haben wir da eben auch in anderen Bereichen, also wie zum Beispiel eben Bildschirme, Fernseher, die Display-Technologie. Da, wo Samsung angegriffen hat, da, wo die investiert haben, da waren sie am Ende fast immer auch die Besten. Und trotzdem ist die Aktie auf dem 52-Wochen-Tief. Hier ist der Chart in Euro. Die Vorzugsaktie die letzten 2 Jahre. Wir haben einen typischen Verlauf gehabt im Jahr 2020, Erholung nach dem Corona-Schock. Und außerdem ist Samsung ja natürlich eine Technologieaktie, die profitiert damals hat eben von steigenden Halbleiterpreisen. Davon, dass damals ja auch die Nachfrage plötzlich durch Homeoffice und so weiter, Nachfrage nach Computern, Elektronik stark gestiegen ist. Das Hoch war dann aber erreicht im Januar 2021 bei über 1600 Euro. Seitdem geht es durchgehend bergab. Jetzt nur noch auf ungefähr 1050 Euro, womit die Aktie, wie gesagt, nicht mehr teuer ist, obwohl es operativ auch gar nicht schlecht läuft. Wir haben jetzt die Zahlen gehabt fürs. Oh, ja, jetzt ruft echt ein Zuschauer an über den Fake-Account. Und ich sag noch. Kontakt für profitable Investments? Ja, genau. Ja, wir haben eben, ja, wir haben eben nicht nur die Videos, wir haben auch andere hochspannende Sachen, also eben die Gratis-Zukunftsmärkte. Genau. Ja klar, Ölaktien haben wir auch gehabt. Ölaktien, Uranaktien, Goldaktien, E-Commerce, können Sie alles sehen, können Sie alles umsonst sehen im Archiv. Das Einzige, was Sie machen müssen, haben Sie was zu schreiben. Sie melden sich einmal an, Sie tragen sich einmal ein auf www.zukunfts-märkte.de. Genau, ja super, so machen wir es. Wenn Sie noch mehr Tipps brauchen, dann melden Sie sich, Herr Otte. Danke. Gut, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, aber es gilt auch für Sie das Ganze. Wir haben eben nicht nur unseren Kanal tatsächlich, sondern es gibt von uns auch die Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Dafür müssen Sie sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und der Link dafür, den finden Sie hier auch nochmal unter dem Beitrag. Die Zahlen von Samsung. Ja, das Interessante war ja, man hat von denen gar nicht viel erwartet für das erste Quartal. Weil erstens, wir haben fallende Speicherchippreise gehabt, zweitens die Saisonalität natürlich, also das erste Quartal, das läuft nie besonders. Drittens ein schwaches Smartphone-Geschäft auch, weil das neue Galaxy jetzt relativ spät gekommen ist diesmal. Aber was war am Ende? Der Umsatz ist trotzdem nochmal um 18% gestiegen auf einen neuen Rekord, umgerechnet 63,4 Milliarden Dollar. Und der operative Gewinn ist um 50% gestiegen auf 11,6 Milliarden Dollar. Den Nettogewinn haben wir da noch nicht. Es war aber beides deutlich über den Erwartungen. Die Speicherchippreise sind weniger stark gefallen, als man gedacht hat. Und der Absatz vom Volumenwachstum her, also das war immer noch hoch. Und mindestens die Hälfte vom operativen Gewinn kommen im Moment aus der Halbleitersparte. Dann noch etwas mehr als ein Viertel vom Gewinn, das machen die Smartphones. Auch da ist Samsung übrigens immer noch der Weltmarktführer. Und der ganze Rest ist dann eben Bildschirme, Fernseher und natürlich auch die ganze Haushalts- und Konsumelektronik. Die ist auch profitabel, aber ist weniger profitabel. Aber wir haben gesehen, eben die Aktie wird trotzdem gemieden.
was auch die Gründe hat. Erstens, man geht eben immer noch aus von weiter fallenden Speicherchippreisen, ein zyklischer Abschwung, dann das Smartphone-Geschäft, da hat es auch Rückschläge gegeben, jetzt das neue Galaxy S22, das hat einen Fehler gehabt, den man jetzt beheben konnte über oder kann über ein Software-Update, aber manche Analysten sagen eben, es ist doch ein gewisser Reputationsschaden da, weil es einfach gerade das wichtigste Modell ist. Und die Konkurrenz ist da hart, gerade auch aus China, also Xiaomi und Oppo zum Beispiel. Und drittens dann natürlich auch das Problem gerade Lieferketten und Komponenten. Alles wird schwieriger, alles wird teurer. Das drückt natürlich auch da auf die Margen. Das ist ein Problem, das hat natürlich auch LG Electronics. Die sind inzwischen übrigens deutlich kleiner als Samsung Electronics. Samsung hat einen Börsenwert von 340 Milliarden Dollar, LG nur noch von 16 Milliarden Dollar. LG macht auch keine Halbleiter mehr und sie machen übrigens auch keine Smartphones mehr. Im Gegensatz zu Samsung hat LG sich mit seinen Smartphones nicht durchsetzen können, hat immer mehr Marktanteile verloren auch. Und hat das dann auch aufgegeben am Ende. Wo sie sehr stark sind, das sind immer noch Fernseher, Bildschirme, Displays, dann Klimaanlagen, das ist ein sehr gutes, einträgliches Geschäft und eben auch Haushaltsgeräte, also Waschmaschinen, Kühlschränke, weiße Ware. Da haben sie sich wirklich weltweit durchgesetzt, auch im gehobenen Preissegment. Unterm Strich ist aber weniger Hochtechnologie natürlich als bei Samsung. Trotzdem hier der Kursverlauf ziemlich ähnlich. Auch da starker Anstieg 2020 bis Januar 2021 haben sich noch ein bisschen länger gehalten hier, sind aber auch runtergebröckelt dann von über 30 Euro in der Spitze auf jetzt ungefähr noch 22 Euro. Dadurch ein KGV von unter 7. Die Story bei LG, das ist eher diese Umstrukturierung. Wie gesagt, sie haben viel Geld verbraten mit den Smartphones, haben das lange mitgeschleppt, haben dann aber doch aufgegeben. Und das gleiche war mit Solar. Auch da waren sie nur noch unter ferner liefen, das haben sie dann letztes Jahr auch eingestellt. Und das hat dann eine gewisse Fantasie geweckt bei den Anlegern, dass man dadurch durch den Umbau jetzt in ein paar Jahren vielleicht ein Unternehmen hat, das deutlich profitabler ist als jetzt. Die Gewinnbringer sind im Moment eben, wie gesagt, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Unterhaltungselektronik. Was kein Gewinn bringt, das sind die gesamten Business Solutions, also so Sachen wie Spezialmonitore für Krankenhäuser und sowas und solche Dinge. Das ist aber deutlich kleiner auch. Und unprofitabel ist außerdem auch noch die Autosparte. Auch das gibt es bei LG Electronics. Die ist allerdings übrigens auch der Hoffnungsträger. Da will man jetzt zusätzlich ordentlich reinbuttern, auch mit Blick auf Elektroautos und das autonome Fahren. Da geht es um Kameras, Lichtanlagen, Inverter, Telematik. Die haben vor 4 Jahren die ZKW-Gruppe übernommen aus Österreich, ein großer Lichtanlagenhersteller. Dann gibt es ein großes Venture mit Magna für Elektroautoantriebe. Und letztes Jahr ist dann auch eine israelische Firma übernommen worden, zum Beispiel, wo es um so Dinge geht wie Sicherheit für Autosoftware und Autohardware. Auch bei LG stehen natürlich die Margen unter Druck im Moment wegen der Kosten für Rohstoffe, Komponenten, Fracht. Und im Autosektor, da verbessern sich die Margen, aber zumindest im vierten Quartal war es noch so. Und wenn das mal in die schwarzen Zahlen kommt, dann sieht es bei LG eben auch wieder anders aus. Außerdem, trotz allem, auch LG, die vorläufigen Zahlen für Q1, auch da ist ein operativer Gewinnanstieg gemeldet worden von 6,4% auf 1,5 Milliarden Dollar und ein Umsatz beim Wachstum, beim Umsatz von 18,5%. Beides auch deutlich über der Markterwartung. Und sie sagen zwar, klar, die Kosten sind gestiegen, also deswegen ist bei der Profitabilität dieses Jahr jetzt nicht mehr viel Luft nach oben, aber immerhin, sie haben wieder überzeugt und bei dem niedrigen KGV ist natürlich auch schon viel eingepreist. Ich halte beide Aktien, sowohl Samsung als auch LG, inzwischen für unterbewertet.
Aber wie es eben oft so ist, natürlich bei unterbewerteten Aktien, wir haben ein Chartbild, das noch nicht überzeugt im Moment. Und die wirtschaftliche Lage ist natürlich auch schwierig. Und es gibt auch sonst Unsicherheiten, die ich ja aufgezählt habe. Darum würde ich auch sagen, beides für mich kein klarer Kauf im Moment. Allerdings, wenn man langfristiger denkt, sind das durchaus Aktien aus meiner Sicht, wo man schon drüber nachdenken kann, würde ich sagen, dass man Positionen aufbaut jetzt langsam mal. Also vielleicht erst eine kleine Position, später dann nochmal eine Position, je nachdem. Unterm Strich sind es eben auch gute Unternehmen, wo man günstiger reinkommt im Moment, hervorragende Marken, eine hervorragende Weltmarktposition auch. Was mich bei Samsung überzeugt, ist eben die Historie auch, dass man immer wieder gesehen hat, wie schlagkräftig Samsung ist und wie sie es immer wieder geschafft haben, dass sie auch Märkte, die hart umkämpft sind, dominieren können. Und LG Electronics, die sind einfach extrem günstig im Moment und ich sehe da eben auch eine gewisse Fantasie durch diese ganze Neuausrichtung im Moment, die gerade stattfindet. Ist aber die spekulativere Aktie gerade. Und wie immer, wenn ich hier was sage, nehmen Sie mich nicht beim Wort. Das ist hier alles eine Privatmeinung meinerseits und es ist vor allem ja auch eine Momentaufnahme. Immer, kann nichts anderes sein. Also informieren Sie sich immer zusätzlich und prüfen Sie dann vor allem auch, ob das auch Aktien sind, die auch zu Ihnen passen. Und lassen Sie mich den Beitrag jetzt auch abschließen mit einem weiteren Zitat von Antoine de Saint-Exupéry aus dem Kleinen Prinz. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Womit man gut sieht, ist zum Beispiel mit dem Herzen, aber auch dann nur das, was man von YouTube vorher hier auch angezeigt bekommt. Darum diesen Kanal abonnieren und dabei auch die Glocke drücken, weil dann sehen Sie auch die neuen Videos von mir da sind und Sie sehen vor allem dann auch, welche Videos da sind. Und jetzt ruft schon wieder einer an von denen. In diesem Sinne, alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.